Er war nur ein Mann, das bedeutet nicht, dass du mit dem Rest falsch liegst. Wissen erfordert Opfer. Ihr Wissen hat sie nicht gerettet, dieser Ort hier ist eine Ruine. Nichts in dieser Welt ist so viele Tode wert. Er ist nur ein Mann. Vielleicht, aber ich habe mich sicherlich in ihm getäuscht. Ich sah ihn als Inspiration an. Ich wollte, ach egal, lass uns die Tafel finden und von hier verschwinden. This can't be it. But the symbols. No. I was so close. Das kann es nicht sein, aber die Symbole. Kana fährt mit dem Finger über die zersplitterten Überreste der Tafel. Nein, ich war so nah dran. Look, you can see, there's his name. And these symbols. Virtue. Oh, gods, the rest is too worn away. There must be something, a verse, even a word. Be like under the waves, be wrathful as the sea, anything. Da, schau mal, da steht sein Name und diese Symbole. Tugend. Bei den Göttern, der Rest ist schon so zu verblichen. Da muss doch etwas sein, ein Vers oder ein Wort. Seid wie die Wellen, seid rachsüchtig wie das Meer, irgendwas. Is there really nothing? Not even to explain this. Ist da denn wirklich gar nichts, nicht einmal eine Erklärung hierfür? Kana sieht sich mit hängenden Schultern im Raum um. Er beugt sich über die zerschmetterten Fragmente und legt die größten von ihnen zusammen. Er zieht sich ein aufgerührtes Stück Papier und einen Holzkohlestift aus der Tasche und versucht verzweifelt ein paar Abdrücke zu erstellen. Kana, lass es sein, was soll das noch bringen? Gibt es einen traurigeren Anblick als einen missmutigen Historiker? Was gibt es denn noch zu erklären? Du hast doch selbst gesehen, was sie hier getan haben. Vielleicht kannst du einen kleinen Teil davon retten. Reicht es dir nicht, dass du es gefunden hast? Naja, das war wohl reine Zeitverschwendung. Reicht es nicht, dass du es gefunden hast? Was, dieses zerschmetternde Durcheinander? Ich könnte genauso gut ein leeres Stück Pergament zurückbringen. Kana seufzt und legt seinen Holzkohlestift ab. Er schaut auf die Fragmente herab. Aber eins existierte es, hier an diesem Ort, im Ganzen. Er fährt in seinen Fingern über den Stein. Vielleicht hast du recht. Die Tafel war hier. Außerdem hast du immer noch den Satz, den du in Xamitl gefunden hast. Du hattest recht. Berichtet das der Sagenakademie. Aber überleg dir nur, was wir gelernt haben. Wir sind die ersten Leute die seit 2000 Jahren, die über so etwas, die so weit hinabgestiegen sind. Egal, was auf der Tafel stand, dein Volk hat sich das Tanvi Oratora zu eigen gemacht. Was Gabranos darüber dachte, spielt keine Rolle. Die Ingvitane haben sich eindeutig vernichtet. Du solltest ihre Worte lassen, wo sie sind, in der Vergangenheit. Jetzt kannst du damit aufhören, nach toten Ingvitanern herumzugraben. Lass uns gehen. Ein kleines Mysterium ist die Würze im Leben. Wenigstens haben wir ein Abenteuer erlebt. Nehmen wir mal die drei. Hanna guckt ein wenig finster drein und legt die Stirn gedankenverloren in Falten. Das ist allerdings wahr. Es gab bereits Unterschiede bei der Formulierung und ein Großteil des Gesangs hat sich sogar während der letzten paar Jahrhunderte verändert. Wir sollten besser unseren eigenen Weg gehen, als Gabranos Beispiel zu folgen. Aber das trägt kaum zur Minderung unserer Konflikte bei. Kana steht wieder auf. Ich glaube, ich werde diesen Ort gerne verlassen. Ich könnte etwas Luft gebrauchen. Das Rad der Zeit abgeschlossen. Es stellte sich heraus, dass die Tafel, nach der Kana suchte, schon vor langer Zeit zerstört wurde. Aber wir könnten unmöglich herausfinden, von wem oder was. Kana scheint diese Offenbarung schwer getroffen zu haben. Ich habe versucht, ihn zu ermutigen, welche Worte wir auch immer finden werden. Sie schienen noch vor uns zu liegen. Welche Antworten? At once. Ein Zauberstab. Rieselschwamm. Let's see what lies this Falle? Nein. Nur das Erdprisma. Grave Dalfilak. Stand together! This isn't working! Oh, Schleim. Vor Tor!
That's not very helpful. Nur mal kurz hinter bei mir auflegen. I have them. Let's end this. Don't. This isn't working. At once. So, noch ein Prisma. Dann gucken wir, was passiert, wenn wir das letzte Prisma eingesetzt haben. Ich weiß es nämlich schon gar nicht mehr. Entweder war hier was verbuggt, weil ich glaube, eigentlich hätten wir alle Prismen einsetzen müssen, damit die Tür weiter nach unten aufgeht. Denke ich mal. So. Keeping an eye out. Fallen. Interesting. Können wir die entschärfen? Ja. Okay, wieder Untote. Stand together. I'm here. Hello. Hello. Oh, Wetterpfade sind abgeschlossen. Das heißt, als nächstes. Ah, komm, als nächstes die Händlerstände und dann die Bibliothek. Oh, Vampire. Ah. Und Skelettzauberer. How may I help? Lost. I shall deep. Also ja, Vampir. A good shot with this. No. Halt noch verdammt viel aus, die Scheißkerle. So. Ein guter Säbel. I'm here. Hat die der allerdings schon einen? Keep an eye.
bin ich jetzt ganz ehrlich neugierig, was im ersten Raum ist. Vielleicht ist da auch gleich schon die Treppe nach oben. Keep an eye. Ah, dafür bräuchten wir den Dietrich. Erstmal noch nicht. Vielleicht finden wir nämlich einen Schlüssel. Das wäre dann praktischer. Hello. Oder sowas. Hello. Hier. Oh, Svev. Wow. Oh, und ich glaube hier. Okay, Adrakäfer können wehtun. I'm on the trail. Wir haben übrigens die Hand gefunden. Also die erste Hand. Skelettschurke. Hm. Freundliche Darguls? Unter der Adrak-Oberfläche verlaufen dicke Kupferadern, die ein skelettartiges Gerüst erzeugen, das an Knochen erinnert, die aus verfaulendem Fleisch herausragen. Oh, hi. Vampir. Im Mittelpunkt dieses enormen Bauwerks aus Adra scheint unter dem langen Schatten der eingerollten Finger des Riesen ein Mann zu sitzen. Im Gegensatz zu den sklavischen, animalischen Kreaturen, die du bisher auf dieser Ebene getroffen hast, ist der Mann vergnüglich gestimmt und faulenzt auf einem schiefen Steinthron. Außerdem hat sein Starren etwas Durchdringendes, Fieberhaftes an sich. Während du dich im Nährst, beobachtet er dich aufmerksam. Was bist denn du? Einer der ihren? Merkwürdig, dass du die Planungsphase überlebt hast. Du bemerkst, dass er fließend irgendwie Talisch spricht, obwohl seine Stimme äußerst angespannt klingt. Es muss schwer für sie sein, diese Bettler, diese Feiglinge. Trotzdem kannst du nicht weitergehen. Nein, du kannst direkt zu ihnen zurückgehen, zu deinen Meistern. Sollen sie sich doch stattdessen an dir laben? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ich möchte dir nichts anhaben. Ich suche lediglich nach Informationen über den Meister der Tiefe. Ich glaube, du bist ein bisschen lang hier unten gewesen. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ah, du kannst ihn verstehen? Frag ihn alles. Was für eine Gelegenheit. Der Mann wirkt erschrocken und lacht kurz. Du verstehst mich? Hier unten sprechen jetzt selbst die Fremden unsere Sprache. Wir sind wahrlich ein unsterbliches Volk. Er lachte abermals. Aber dadurch wird es nur noch klarer, musst du wissen. Du musst zu ihnen gehören. Warum haben sie dich so ganz gelassen? Du bist bemerkenswert gut erhalten. Er knauft die Augen zusammen. Versuch du nur vorbeizukommen, dann wirst du schreiend zurück in die Leere gehen, du Marionette. Wer sind sie? Sie sind die anderen. Er wedelt ungeduldig mit einer Hand herum. Schmutzige, gierige, wilde, alle zusammen. Oh, wie schnell wir verfallen. Letzten Endes gibt es keine Würde, nur den Gestand der Fäulnis und Lücken im Fleisch und Verstand. Manche von ihnen haben wohl schon damit begonnen, einander zu essen, musst du wissen. Er schnaubt verächtlich. Nein, ich werde den Adra nicht für sie verschwenden, nicht für sie. Er gehört mir. Wer hätte ihn schon mehr verdient als ich? Er ist gerade noch so viel für mich selbst. Ich werde nichts abgeben. Hast du mich gehört? Ihr könnt meinetwegen alle verfaulen. Nimm einen beherzten Sprung ins Nachleben. 2000 Jahre zu spät. Was hat das mit Adra zu tun? Der Adra wird dir nichts nützen. Du kannst sie nicht besser nützen als sie. Nur ich kann mich an die Riten erinnern, an die Magie. Wenn sie schlauer gewesen wären, hätten sie es selbst erlernt. Zu spät jetzt. Viel zu spät. Diese Kreaturen sollte man besser den Chaos machen, wie es solche Leichenfresser verdient haben. Dann werde ich dich vorbeilassen. Selbst deine kleinen närrischen Fragen werde ich beantworten. Entledige mich nur dieser Schädlinge. Okay, das kann ich ja tun. Keine leeren Versprechungen. Wenn du das für mich tust, kannst du überall hingehen, wohin du möchtest. Ich werde dann schon haben, was ich will.
Nein. Meister in der Tiefe? Nein. Okay, keine Quest von dem Vampir hier.